Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema explosive Bodyweight-Übungen. Viel Spaß dabei. Ja, viele von den Leuten, die trainieren, auch gerade mit eigenem Körpergewicht, fangen ziemlich schnell an, Zusatzgewichte zu nehmen. Und meiner Meinung nach ist das gar nicht nötig, weil ihr erstmal optimieren könnt, mit dem eigenen Körpergewicht explosive Übungen zu machen. Die Übungen werden um einiges schwerer und viel, 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 viel intensiver. Ihr werdet sie auch in den Muskeln viel, viel intensiver spüren. Und genau um dieses Thema geht es heute. Ich erkläre euch heute 5 Übungen, die ich für sehr effektiv halte, die ich auch besonders gerne mache. Und die könnt ihr dann ganz einfach zu Hause nachtrainieren. Wenn ihr Fragen noch zu den Übungen on top habt, könnt ihr sie gerne immer in den Kommentaren stellen. Und wir legen auch direkt los. Okay, die allererste Übung werden viele von euch kennen. Und zwar sind das Explosive Push-Ups. Ja, viel, viel effektiver als ein normaler Push-Up. Denn ihr müsst nicht einfach nur euch hochdrücken, sondern ihr müsst wirklich so viel Energie in den Push-Up legen, dass ihr auch vom Boden abhebt. Desto höher ihr da kommt, desto schwieriger wird es. Und vor allem, worauf ihr besonders achten müsst, ist, dass der Körper wirklich in einer Linie bleibt. Das heißt, dass ihr nicht irgendwie den Po rausschiebt oder noch den Oberkörper nachzieht, sondern dass ihr wirklich nur aus den Armen drückt, Spannung in den Armen habt und dann besonders auch sanft wieder landet. Das heißt, nicht, dass ihr einfach runterfallt auf dem Boden und dann auch noch die Form verliert durch die Erschütterung, sondern ganz, ganz wichtig, haltet die Spannung, wenn ihr runterkommt und landet sanft, wie eine Katze oder wie ein Ninja, sage ich immer, in meinen Kursen. Deswegen achtet besonders darauf, dass ihr auch die Negativbelastung nach unten mitnehmt und diese richtig macht. Übung Nummer 2, schon ein bisschen schwieriger, Explosive Pull-Ups. Und das ist nicht nur einfach hochziehen. Ihr könnt auch dort loslassen mit beiden Händen. Dennoch würde ich erstmal probieren, mit einer Hand das zu machen. Das heißt, ihr zieht hoch, nehmt einen Arm weg, tack, wieder landen, langsam wieder runter und wieder hoch, tack, ran und langsam wieder runter. Das macht ihr natürlich dann auf beiden Seiten gleich viel und versucht möglichst nicht irgendwie mit den Knien hochzuziehen oder mit dem Körper nachzuziehen, sondern genau die gleiche Regel wie bei den Push-Ups. Versucht auf jeden Fall die Form sauber zu halten und die Übung schön sauber auszuführen. Wenn ihr das dann gemeistert habt, dann könntet ihr theoretisch zu der Übung Switching Pull-Ups wechseln. Die erste Übung war ja im Untergriff an der Bar und dann könnt ihr auch den Obergriff trainieren und habt nochmal eine andere Muskelgruppe im Rücken aktiviert. Das heißt, ihr werdet hochziehen und währenddessen einfach switchen. Geht wieder runter, habt dann einen Wechselgriff, geht wieder zurück, habt dann beide im Obergriff und rückwärts wieder zurück. Das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr nicht mehr könnt. Übung Nummer 3, ein bisschen Breakletics Action auch, und zwar Box Bounce mit nach oben gehen. Ich habe es einfach mal Box Bounce abgetauft. Es ist so ein bisschen Tuck Planche mäßig, aber ihr habt ein bisschen die Beine mit drin plus die Schultern aktiviert. Und ich finde diese Übung flowt schön, hat einen schönen Flow und kann immer schwieriger werden, indem ihr immer mehr Gewicht nach hinten auf die Beine gebt oder leichter für die Beine, indem ihr mehr Gewicht auf die Schultern gebt. Aber Achtung, da ihr dann auch in der Mitte hochgeht, habt ihr sowieso schon eine Schulterbelastung. Das heißt, bleibt da im richtigen Verhältnis, dass ihr auch dennoch ein bisschen die Beine trainiert. Ich wollte nicht so eine einfache Übung nehmen wie Squat Jumps oder gesprungene Ausfallschritte. Deswegen habe ich diese Übung für euch gewählt, damit ihr auch mal was Neues kennenlernt. Ja, wenn ihr dann schon fortgeschritten seid, könnt ihr natürlich aus der Tuck Planche eine richtige Planche machen oder die Tuck Planche immer weiter länger halten, bis ihr dann die richtige Planche schaffen könnt. Übung Nummer 4 ist Explosive Plank. Ja, viele werden sich vielleicht davon gar nicht drunter vorstellen können, ist aber im Endeffekt ganz einfach. Ihr seid im Unterarmstütz, achtet dabei drauf, dass der Ellbogen immer unter der Schulter ist
und ihr habt explosive tack nach oben, bis ihr in der High Plank seid. Anschließend geht ihr Stair Push-Up, wieder runter, Low Plank und pop, wieder hoch. Und das macht ihr dann immer wieder. Achtet, wenn ihr es perfekt machen wollt, auch darauf, dass ihr immer den Arm abwechselt, mit dem ihr wieder runter geht, damit ihr auch da perfekte Form habt. Und die letzte Übung, Übung Nummer 5, habt ihr was für den Bauch, das sind die Back Rolls. Hier habt ihr auch verschiedene Levels. Ihr kickt erstmal einmal zur einen Seite, kickt hoch zur anderen. Dann habt ihr auch ein bisschen rückwärtige Oberschenkelmuskulatur, Hamstrings mit dabei. Aber dennoch ist es hauptsächlich Core-Bereich und Bauchmuskulatur. Ja? Also, ihr kickt zur Seite, holt Schwung nach oben, tack, wechselt die Seite. Sanft landen, auch hier. Nicht patsch auf den Boden klatschen, sondern schön sanft landen dabei. Wer das dann noch ein bisschen schwerer machen möchte, der kann bis nach oben in die Kerze gehen und das dann schön kontrolliert und langsam wieder runter. Ihr werdet merken, desto langsamer ihr landen müsst oder wollt, desto mehr müsst ihr euren Core aktivieren und Spannung halten. Das ist schon fast eine Ganzkörperübung am Ende, wenn man sie perfekt macht. Also tastet euch da langsam ran, ihr müsst doch nicht sofort so einen riesengroßen Bogen machen, sondern könnt doch erstmal kleinere Bögen machen. Das waren auch schon meine 5 Übungen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann unbedingt unten in die Kommentare. Mehr Übungen fast täglich findet ihr bei mir auch auf Instagram, also schaut da auch gerne mal vorbei. Abonniert diesen Kanal für mehr Tutorials, für mehr Fitness-Tipps, für mehr Lifestyle, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Vlogs, alles Mögliche. Und ja, ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wieder zu begrüßen, begrüßen zu dürfen. Und ja, bis dahin, macht's gut, ciao.